Hallo Leute, willkommen hier mitten aus der Natur. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Kochvideo hier in der Waldküche. Heute gibt es Kartoffel-Feta-Aufstrich. Klingt jetzt vielleicht banal, aber schmeckt unheimlich gut. Und ich bin sogar der Meinung, dass ich persönlich diesen Aufstrich erfunden habe. Ja, die Geschichte dazu ist wie folgt. Wir hatten es Sommer, ich gucke in den Kühlschrank, wir hatten da noch ein paar restliche gekochte Kartoffeln drin, ein Feta-Käse, ja, und eigentlich nicht mehr so viel da, war kurz vorm Einkauf. Und dann habe ich überlegt, okay, ich habe im Garten noch Kräuter, ein bisschen Öl da, ein paar Zwiebeln, Knoblauch, ja, da mischen wir uns doch mal so einen schönen Aufstrich zusammen, dazu eine Scheibe frisches Brot. Oh, und als ich das probiert habe, ich war völlig begeistert und jeden, wo ich das gekocht habe, alle sind begeistert. Das ist also ein Frühlings-Sommergericht und man isst es lauwarm bis kalt, kann das leicht mittransportieren, wenn man es zu Hause vorbereitet, dann kann man das mitnehmen oder man kann es natürlich auch hier draußen im Wald vor Ort ganz leicht zubereiten. Und das Schöne ist, ich zeige euch heute also ein Grundrezept und ihr könnt dann diesen Aufstrich einfach abwandeln und dann noch weitere Zutaten hinzumischen oder weglassen, je nachdem, wie ihr möchtet. Das ist einfach nur das Grundprinzip. Wenn man das einmal gekocht hat, ja, dann kommen einem viele weitere Ideen für eine eigene Mischung für einen Brotaufstrich. Gut, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Hier, ich zeige euch mal die Zutaten und dann wünsche ich euch viel Freude bei diesem Video. Die Hauptzutat natürlich Kartoffeln, am besten mehlige oder vorwiegend festkochende Kartoffeln. Dann der Feta-Käse und Öl sowie Gewürze, also Salz und Pfeffer als Grundgewürz. Und aus den Zutaten könnt ihr euch dann den Aufstrich herstellen. Und dann könnt ihr alles weitere dazu mischen, was ihr möchtet. Ich mache jetzt hier ein paar Tomatenwürfel rein, Zwiebeln, Knoblauch. Knoblauch gibt auch noch einen ganz guten Geschmack. Man könnte Speckwürfelchen, Schinkenwürfelchen mit reinmachen, wenn man da noch ein bisschen Fleisch drin haben möchte. Hühnchen würde auch noch gut da reinpassen. Man kann auch Thunfisch nehmen und es da reinmachen. Also ihr seht, da hat man ganz viele Möglichkeiten. Wenn ich schon Wasser koche, koche ich mir gleich noch ein Ei. Das gibt es dann auch mit dazu. Frisches Brot gleich. Ja, dann habe ich hier noch ein Schneidebrettle, ein ganz scharfes Messer. Meine Neuentdeckung, das werde ich euch auch noch in einem extra Video vorstellen. Dieses Messer ist ultra günstig, 4 Euro, aber richtig scharf und wunderbar für die Outdoor-Küche, weil das so klein und handlich ist. Das passt überall mit hinein. Ich habe etwas Salz ins Wasser gegeben, zerteile jetzt die Kartoffel in Viertel, lasse die Schale dran, ich schäle das einfach hinterher, ja, Deckel drauf kochen lassen, fertig. Als nächstes schneide ich die Zutaten klein, ich fange an mit Zwiebeln und Knoblauch und danach noch Tomatenwürfel. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir zu Hause ein kleines Brettchen hergestellt. Ich habe das extra etwas dicker gelassen, dadurch liegt es sehr gut hier am Boden. Man kann hier drauf schneiden. Und danach gebe ich einfach das Kleingeschnittene in die Schüssel hinein. Ja, dieses Messer hier ist ein thailändisches Obstmesser, so nennt sich das. Und ist also ein ganz, die Klingenstärke ist sehr dünn, dadurch lässt es sich ganz leicht nachschärfen. Beim Feta achte ich darauf, dass es auch wirklich aus Schafsmilch hergestellter Käse ist. Der ist etwas weicher, habe ich das Gefühl, lässt sich leichter zerdrücken und schmeckt mir auch etwas besser als der Feta aus Kuhmilch. So, und das war's jetzt auch erstmal. Jetzt muss ich warten, bis die Kartoffeln weich gekocht sind und das Ei hart ist. Wird noch ein paar Minuten dauern. Ja, und solange kann man einfach noch andere Dinge machen hier oder einfach relaxen, einen kleinen Spaziergang machen. Ja, das werde ich glaube ich mal machen. Hier stehen ein paar schöne Bäume, ein paar Meter mal in den Wald reinlaufen und dann geht es gleich weiter. Ja, und was kann man so machen hier im Wald? Zum Beispiel Spuren lesen. Geht ein bisschen in den Wald rein, sieht man schon hier die ersten Abdrücke. So, ich bin wieder zurück beim Lager und freue mich, wenn ich gleich die heißen Kartoffeln schälen kann. Meine Finger sind nämlich eiskalt. Schön warm. Ah, das tut gut. Man könnte auch sagen, ein Gericht gegen kalte Hände.
So, jetzt zum Schluss ganz einfach. Ich habe also die Kartoffeln hier reingemacht. Brösel hier etwas Schafskäse drauf. Ich mache das Ganze nach Augenmaß. Der eine nimmt halt mehr Kartoffeln, der andere weniger. Je mehr Schafskäse ich hier reinmache, desto würziger wird das Ganze. Aber ich sehe gerade, dass ich mich auf jeden Fall daran machen sollte, eine größere Schale zu schnitzen. Die hier ist etwas zu klein. Dann kommt hier ein guter Schuss Öl drauf. Wie gesagt, das macht das Ganze cremig und geschmeidig. Und dann die Gewürze, je nach Geschmack. Ich habe hier etwas Pfeffer. Curry darf natürlich nicht fehlen. Oregano. Etwas Paprikapulver. Noch ein paar getrocknete Kräuter. Wie gesagt, je nach Geschmack, was ihr möchtet, könnt ihr in diese Mischung reinmachen. So, und jetzt zerdrücken wir das Ganze. Zu Hause geht es gut in einer flachen Schüssel mit einer Gabel. Da kann ich das richtig schön bearbeiten. Hier draußen ist es etwas schwieriger. Aber wenn ich mir Zeit lasse, dann bekomme ich das Ganze auch so klein. Also einfach alles zerdrücken, gut durchmischen und dann habe ich einen Brotaufstrich. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig angerichtet ist. So Leute, dann werde ich jetzt mal ein wenig davon probieren. Genauso lecker wie immer. Schmeckt fast immer gleich. Oh, es ist gut. Richtig deftig, macht satt durch die Kartoffeln, den Käse. Was will man mehr? Dazu schönes rustikales Brot. Super lecker. Würde mich freuen, wenn ihr das zu Hause mal nachkocht oder hier draußen in der Natur. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich esse jetzt hier noch in Ruhe auf, genieße die Atmosphäre und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss.